Willkommen zum nächsten Let's Play von Driver San Francisco. Wie ihr seht, letzte Runde ist ja ganz böse gescheitert. Wir spielen einfach mal weiter, weil ich denke mal, ich hatte davor, wo ich es probiert habe, keinen Nitro-Boost. Und jetzt hatte ich welchen. Also denke ich mal, dass der einfach eine ganze Menge ausmacht. Fliegen wir mal wieder zurück zur Hauptstory. Boah, das Fliegen ist anstrengend. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich glaube, oder? Es ist schon witzig, dass ich da rumfahre und gleichzeitig herumfliegen kann und... Hier Einsatzleitung. Wir haben eine 207 in der Nähe des Rathauses. Entführung? Mann, jetzt wird's interessant. Das Opfer ist Sarah Allen. Es ist ihr gelungen, uns aus dem Kofferraum des Tatfahrzeugs anzurufen. Wir übernehmen. Stellen Sie durch. Ja, wenn die im Kofferraum sitzt, dann sollte ich, glaube ich, ein bisschen hinten drauf knallen, oder? Dann geht der Kofferraum auf und dann kann sie raushüpfen. Dann ist alles gut. Hier ist Sarah Allen. Oder habe ich da jetzt das verstanden? Am Rathaus? Ich war auf dem Platz, als sie mich packten. Ganz öffentlich. Die haben echt Mut. Halten Sie durch, Sarah. Wir sind unterwegs. Wir holen jetzt mal hier noch so einen Filmschnipsel. Aber wir brauchen wieder 10, okay? Was macht denn der hier? Eine Lowrider-Feuerwehr? Ist hier was im Fußboden? Nee, ist nicht. Das ist ja mal geil. Eine Lowrider-Feuerwehr. Die will ich auch. Also ihr seht, das Spiel hat immer noch Bugs. Und ich denke mal, bugfreie Spiele kennt heutzutage keiner mehr. Es wird immer aufgrund dessen, dass sie so viel dort reinstecken, die Spiele was geben, was ein bisschen rumbuggt. Aber nun fahren wir erstmal zu unserer Tante hin. Ich will nicht durch die Scheibe fliegen, Mann. Warum nicht? Wo sind Sie? Ich weiß nicht. Es klingt anders. So als ginge es durch einen kurzen Tunnel. Oder eine Unterführung. Wir kommen, Sarah. Kurzer Tunnel. Und der Führung kommt ungefähr aufs selbe. Da hat er sogar recht. Hey, der ist gar nicht so doof, der Junge. Okay, Sarah, wo sind Sie jetzt? Da waren gerade viele Sirenen. Ich weiß nicht. Es wurde nichts durchgesagt. Vielleicht eher ein Krankenwagen. Das City Hospital ist nicht weit. Guter Plan. Boah. Hören Sie mich noch? Wir sind gerade an einem großen Gebäude. Hallo? Sarah? Verdammt nochmal. Was jetzt? So, okay. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss mich in Sie hineinversetzen. Was willst du? Jones, ich muss mich konzentrieren. Wir müssen uns auf die Frau im Kofferraum konzentrieren. Das tue ich. Gut. Schön. Er sucht das dann alleine. Jetzt den Kofferraum auf. Ja, Kofferraum ist offen. Dann brauche ich also nicht mehr draufhauen. Am Embarcadero. Los! Was? Ich war da im Kofferraum. Ich habe rausgeguckt. Dann warn mich, wenn du sowas machst. Ich will wissen, ob ich mit dir oder einem Autopiloten fahre. Sorry. Zombie. So, das sieht sicherlich an dich aus. Das ist uncool, das müssen wir dann wohl gleich nochmal machen. Was ist jetzt, Captain Fantastic? Wo ist sie? Immer noch im Kofferraum? Downtown, definitiv in Downtown. Okay, okay. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich an diesen Psychokram gewöhnt habe. Ich auch, ja. Pass auf, wo du hinfährst! Warum? Ich pass auf. Pass besser auf. Komm schon, Sarah.
Es ist aber auch mal ganz knapp, hm? Wie, wir parken. Wieso geht's hier nicht raus? Hier, Vater, irgendwo ganz in der Nähe. Diese Tische, sowas wie ein Café. Wenn du kotzen musst, dann bitte aus dem Fenster. Verdammt! Ich glaube, ich bin mehr in Gefahr als Sie, Mann. Verstehe ich nicht. Sieht er irgendwie verdächtig aus? Der da mit Vollgas wegrast? Ja, tut er. Wir kriegen das Mädchen wohl kaum heil da raus, wenn wir den das Heck abfahren. Warum nicht? Zuschauer, also hier, Passanten springen doch weg. Schiffe in den Gegenverkehr. Fahre aufs Ziel zu, trifft das Ziel frontal. Na, das hört sich doch mal interessant an. Okay, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch Schönes. Wir haben hier wieder ein Schiff, nur den. Was war das? Das war die falsche Taste. Halt, wir wollen wieder zurück. Wir wollen zurück und zwar in den da. Was ist? Nein, das war der falsche. Halt, hier. Tu es nochmal. Na gut, hier kommen, nehmen wir mal was Stabileres. Ach, dass die Tasten immer alle so dicht nebeneinander liegen müssen. Okay, mit dem habe ich es verpasst. Gucken wir mal, was haben wir hier noch Schönes? Was kommt hier alles? Wow. Feuerwehr, eine Feuerwehr sieht gut aus. Ah, das würde ich sagen, hat sich gelohnt. Gut gemacht. Oh, danke. Ja, super, oder? Ach du Schande. Ma'am? Sind Sie okay? Wer sind Sie? Wir sind Polizisten. Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Können Sie noch mehr über die Vorkommnisse sagen? Da war diese Frau. Sie war schön, klang fremd, vielleicht Mittlerer Osten. Sie hat mir ein Messer an den Rücken gehalten und dann hat mich ein Komplize in den Kofferraum geworfen. War sie auch in dem Wagen? Nein, sie ist alleine verschwunden. Ich habe den Wagen kurz gesehen. Ein weißer Sportwagen. Sah ziemlich teuer aus. Es geht also um viel Geld. Aber warum Sie? Was genau arbeiten Sie? Als Industriechemikerin. Was meinst du, John? Drogen? Könnte sein. Aber irgendetwas stimmt da noch nicht. Ob das dieselbe Tante aus dem Hubschrauber war? Eine Industriechemikerin? Warum klingeln da meine Alarmglocken? Aber wir haben eine Teilbeschreibung der Entführerin und ihres Fahrzeugs. Könnte ja irgendwo hinführen. Die Teilbeschreibung namens Fragezeichen ist natürlich total geil eigentlich. Also, ja, da war eine Person. Eine Frau mit einem Messer. Toll, ja, ja, okay. Also fangen wir jetzt an, einfach jede Frau zu verhaften. Hey, kriegen wir ein neues Stadtteil dazu? Wie geht's meinem Partner, Doc? Er ist stabil. Wir hoffen, ihn morgen nicht mehr künstlich beatmen zu müssen. Neues Gebiet, neuer Spaß. Und, wie geht's hier? Oh, ein bisschen durchgeschüttelt, aber okay. Ah, man wird nicht jeden Tag in einem Kofferraum eingesperrt. Sie jedenfalls nicht. Los, machen wir weiter. Alles klar.
Ja, gut, weiter geht's. Wir sind dann in Kapitel 2. Z für schnelles Shiften. Mal gucken, was das ist. So langsam geht's aufwärts mit mir. Das muss ich echt üben. Ich muss schneller werden. Okay, los geht's. Ja, meinst du ein anderes Z als ich oder was? Meinst du Y? Ja, tatsächlich. Also, das ist ja echt mal was. Z zum Schnellsinn, okay. Okay. Ja, ich weiß zwar noch nicht genau, was ich hier mache, aber. Aber okay. Achso, wir verfolgen zu zweit einen und denselben. Und ich kann einfach zwischen beiden hin und her shiften, wenn ich irgendwas getan habe. Okay, machen wir mal ein bisschen Boost. Das hilft irgendwie nicht. Wir können ja mal wieder ein bisschen X machen. So war das. War ja Y, nicht X. Das ist durchaus schade. Nehmen wir einfach den nächsten. Ja gut, aber wenn ich beide an demselben Baum abstelle, dann hilft mir das gar nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist einer. Auf den Flüchtigen. Ich hab's noch nicht ganz gecheckt, wie das hier ablaufen soll. Also, ich kann durch die Autos mit Z shiften, so, zack. Um dann dichter am Flüchtenden dran zu sein. Aber das mit dem alter Schalter. Ja, gut. Flüchten wir wieder in den nächsten. Ohne dein Gewicht wesentlich schneller. Ach, weißt du, nächste Woche gehe ich auf Diät. Hier nach vorne shiften. Ja, ist, langsam habe ich es drin. Okay. Schiffen wir wieder in den nächsten, das hat gebogen. Erstmal kurz was futtern? Nö. Aufgepasst! Na, sag mal. Okay, nehmen wir wieder einen anderen. Lalala. Okay. Streifenwagen oder eine Pommes? Ja, okay, fährt wieder in die andere Richtung. Warum tut er sowas? Wo ist er? Ah, lalalala. Das ist doch nicht so. Wo ist mein Gewicht wesentlich schneller. Weißt du, ob nächste Woche gehe ich auf die E. Haben wir das nicht gerade reparieren lassen? Oh, das geht doch nicht. Geht alle weg, geht alle weg, ist meine Straße, Manu, jetzt endlich. Die Öffentlichkeit muss vor so einem Monster geschützt werden. Ah. Das wird doch nichts. Komm, jetzt meine hier, Folge ist auf letzte Ende. Komm hier, rum, zack, gut ist.
Schön ist anders. Okay, das üben wir nochmal ein bisschen mit dem Schiffen. Aber dann war es das für heute. Dann sehen wir uns erst morgen wieder, wenn es wieder heißt, Ärmel spielt Driver. Naja, spielen kann man es jetzt nicht zwingend nennen, aber hey, vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Ciao.